Hallo und willkommen zurück, liebe Minecraft-Freunde. Und wir waren gerade hoch. Jetzt hänge ich hier gerade hinter der Fest. Wir waren gerade unten zugange. Jetzt muss ich aber mal. Was fliegt denn da draußen überall rum? Immer wenn ich ins Spiel komme, fliegt draußen irgendwas rum an Tieren. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Wir fangen gleich an mit Basteln. Ich will da gar nicht so viel Zeit verlieren oder verquatschen oder wieder ewig im Kreis rumrennen und irgendwelche Monologe halten. Dazu kommen wir ja später noch oft genug. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie wir hier am besten weitermachen. Denn ich kann diese Wand natürlich auch weiterziehen. Dazu, ach siehst du mal, das geht ja eh durch den Gang hier. Oh, ist doch super. Das ist ja nicht so super. Obwohl, doch, ist super. Das geht nämlich da dann weiter, das wissen wir ja. Und dann geht das quasi... Müsste bis hier sein, ne? Nö, nee, das ist ein zu weit. Quasi war sie und dann müssen wir warten, bis die Erde da hinten durchzieht. Aber das ist ja gar kein Problem. Wir lassen der Erde natürlich Zeit und Entscheidungsfreiheit. Da. So, haben wir noch Fichten? Mitnichten. Dann hole ich erstmal Zichten. Nee, warte. Verzichten werde ich darauf. Und was ich mal vorher mache, wenn ich jetzt, bevor ich hochgehe, gucke ich mal ganz kurz, ob ich die Slabs vielleicht, wenn ich die hier so anbringe. Hier ist ja dann doch keine Wand, ne? Wir machen ja die Räume dann doch ein bisschen größer, glaube ich. Nicht sehr viel größer, aber ein bisschen. Wie viel sind das hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5. 5er Breite ist nicht so viel. Und hier haben wir, was? 1, 2, 3, 4, 5er Breite ist nicht so viel. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen in die Breite gehen. Ich schaue da mal, wie wir das am besten machen. Achso, Fichtenholz habe ich, glaube ich, gar nicht dabei. Das müsste da oben noch in der Kiste sein. Ich mag das Lied. Fantasy Star Online. Habe ich rechts nochmal rübergeguckt zum anderen Rechner. Der nimmt ja da gerade brav das HDMI-Signal auf. Da habe ich nochmal schnell rübergeguckt, ob der auch diesmal den Sound mit aufnimmt. Weil, wie gesagt, das geht ja manchmal ein bisschen so. Huch, das kann ich ja stecken. Fichtenholzbretter, 2 Stück. Fichtenholztreppe, habe ich doch alles hier drin. Warum sagst du mir da nichts? Tropenholz braucht man nicht zwingend, aber hier so ein Fichtenholzdeck nehme ich mal mit. Da müssen wir auch bald wieder abklabustern gehen. Draußen ist schon wieder dunkel. Und die Vögel sitzen vor der Scheibe. Sie karren, karren. Die Krähen des Winters. Des ewigen Winters. Und die Zeit, sie verrinnt. Die Stunden rieseln an dir vorbei. Wie ein leichter Schneeschauer im Dezember. Und du stehst inmitten dieses Schneesturms und wunderst dich. Wo ziehen sie hin? Werden sie jemals wiederkommen? Das ist irgendwie scheiße, sowas zu machen, wenn im Hintergrund die ganze Zeit Ja, genau das meine ich. Die Frage ist scheiße. Ich kann ja hier mit der Decke gar nicht weitermachen. Das sieht zwar sehr cool aus, aber leider müssen wir das ab hier unterbrechen, denn ab da kommen wir ja dann quasi vor unseren Hauseingang. Auch wenn das natürlich irgendwie sehr geil aussieht, finde ich. Ich finde, das hat ein bisschen was. Die Tiergeräusche sind mitunter für wahr ein bisschen... verstehst du schon. Naja, so geht's auch. So kann man es auch machen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Weiß auch nicht, warum ich das sage. So, und jetzt müssen wir uns erstmal neues Fichtenholz machen. Block. So, mir egal. Wir werden es eh irgendwie aufbrauchen. Was war das denn jetzt? So, hier, ach, hier muss ja das Gras wachsen. Hier muss ja Gras über die Sache wachsen. Dann schaue ich mal ganz kurz auf der Seite, wenn ich jetzt noch 2 reingehen würde. Nur 2. Das haben wir jetzt... Alter, hör auf! Alter, jetzt kriegt euch mal ein! Ich kaufe nichts! Uah.
Ich hab doch hier extra Fackeln. Ich meine, wo kommt der her? Die Türen sind ganz. Du alter schwere Nöter. So ein Tu nicht gut. Ich bin empört. Aber ernsthaft, wo kommt der her? Der muss hier drin gespawnt sein und dann hat er versucht, irgendwie rauszukommen durch diese Tür. Ah. Wahrscheinlich kommt er daher. Nee, hier ist alles hell beleuchtet. Hier kann es ja nicht sein. Hier habe ich umfassende Ausleuchtarbeiten getätigt. So wie hier natürlich auch. Vor allen Dingen hier. Hier ist alles hell. Boah, wie das mir das blendet gerade. Ja, das scheint ja nicht so gut zu klappen mit den Zombies. Habe ich zufällig normale Treppen dabei? Zufällig natürlich nicht. Würde ich da gerne austauschen. Sieht nämlich irgendwie doch merkwürdig aus. Alter, der Wachstrauß, der macht auch gar nichts. Wieso bezahle ich den überhaupt? Da ist eine ekelhafte Spinne draußen. Ach ja, na gut. Das haben wir hinter uns. Dann gehe ich mal ganz kurz wieder hier herab. Zwei wollten mal in die Tiefe gehen. Also, ich jetzt natürlich, du hast wahrscheinlich geschrien, als ich sagte, nur zwei, nur zwei. Nein, bitte nicht! Hör auf! Ich kann die Scheiße nicht mehr sehen, wie du in meinem Haus rumbaust. Natürlich. Aber ist egal. So, dann zimmern wir hier einfach mal rein. Und, überlege uns was Schönes. Das mit den ganzen Tiergeräuschen, ne? Also auch der Strauß und so ist auf Dauer dann auch ein bisschen enervierend. Ich werde wahrscheinlich drei rein müssen, weil ich noch eine Wand bauen muss. Fällt mir gerade ein. Das machen wir aber auch gleich. Erstmal hebeln wir hier die ganze Scheiße aus. Und hoffen, dass hinter uns kein Creeper spawnt. Das wäre mir schon mal sehr lieb. So, dafür haben wir da oben irgendwo eine ekelhafte, nervige Spinne. Ja, ich glaube, da mache ich dann noch... Ich glaube, da mache ich noch einen tiefer. Einfach nur für eine Wand. Huch. So. Mö, mö. Bin mal gespannt. Ich werde mir in der nächsten Zeit mal mit diesen Ressourcenpaketen auseinandersetzen, die es da ja nur so gibt. Dass ich da quasi die ganzen Geräusche... Ich habe ja auch Höhlengeräusche und sowas. Unter anderem aus Slender und aus SCP hieß das, glaube ich, ne? SCP, Pipapo, der Treppenhaus-Simulator. Da habe ich mir die ganzen Don't Look at Me und sowas, die ganzen Samples, dass ich das mal zusammenstelle. Dann könnt ihr euch das selber runterladen. Dann wird Minecraft ein bisschen, stellenweise ein bisschen unheimlicher. Aber wenn man es lang genug spielt, hat man eh keinen Schiss mehr vor den Viechern, die da so auf einen warten. Das nervt ein bisschen mit den Geräuschen wieder, ne? Ich mach mal ganz kurz. Nicht, weil es jetzt irgendwie schwer wäre, dass hier mal ein Skelett reinkommt oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil die Geräusche dann doch wieder überhand nehmen nachts. Deswegen hat man das ja neulich schon mal abgestellt. Dann mache ich das diesmal genauso. Weil ganz ehrlich, so viel entgeht uns da ja nun nicht. Außer ein bisschen... Oder diese ewig nervende Spinne, die können wir... Das können wir ruhig mal ausschalten, da bist du mal nicht so. Zeig mal ein bisschen Verständnis, Junge. Auch für andere, weißt du? Bist nicht alleine auf der Welt. Man muss ja auch mal sehen, dass da vielleicht noch andere Menschen sind. Gerade im Internet. Das sind jetzt keine hohlen Phrasen, die sich hinter den Pseudonymen verstecken. Da sitzen ja Menschen dahinter. Was übrigens sehr oft vergessen wird, das ist mir ja momentan aufgefallen, vor allen Dingen auch beim GTA 5 Let's Play. Und GTA 5, muss man einfach sagen, zieht tatsächlich, ich weiß nicht warum, das zieht so ein bisschen den Bodensatz der Gesellschaft an, glaube ich. Wobei das falsch formuliert ist, es tut mir sehr leid, lieber Bodensatz, ich wollte dich da nicht beleidigen. Ich mag dich wirklich sehr gerne. Bodensatz ist eine super Sache, da schmeckt der Kaffee nochmal ein bisschen herber. Aber, da sind so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen merkwürdige Leute unterwegs teilweise und dann immer... So viele Kinder mit einer mega großen Fresse, das... Da komme ich gar nicht drauf klar, so wurden wir damals gar nicht erzogen. Das sind so, ich weiß gar nicht, wo kommen die her? Was ist das für eine, was haben die für eine Bildung genossen? Was sind denn das für Menschen? Ich kenne mich da so nicht aus. Das sind so Menschen, die man sonst nur vormittags bei RTL sieht, weil ihre Eltern einen Vertrag für 50 Euro unterschrieben haben.
wo kommen die her? Was wollen die hier? Verstehe ich nicht. Und das komischerweise auch nicht bei GTA, ach Mist, bei GTA Online, sondern wirklich immer GTA 5. Und vor allen Dingen die ganzen Leute, die nicht verstehen, dass man Let's Plays, wie zum Beispiel auch Minecraft, es tut mir leid, wenn ich jetzt wieder eine eigene Sache erzähle, das ist ja manchmal ein bisschen nervierend, aber so ist es eben, hier in diesem Online-Tagebuch. Es ist ja nun mal so, dass wir die Spiele nur auch, des Spielens willens spielen, sozusagen. Also wenn wir dann bei Deponia zum Beispiel ein Tutorial auskosten und versuchen, möglichst alle Dialoge mitzunehmen, wie auch bei einem Ender, Ender bricht aus und dergleichen, dann liegt das einfach daran, dass wir die Spiele natürlich der Spiele willen spielen und natürlich auch möglichst viel zeigen wollen. Und ich glaube, das haben einige gerade bei GTA auch nicht ganz begriffen. Die dann auch nicht verstehen, dass Nebenmissionen zu einem Spiel gehören. Das scheiß Nebenmission macht die Option, ich will die Story sehen, du Spastiker. Ja, das war jetzt fast ein Zitat. Da bin ich immer so ein bisschen erschrocken. Ich habe das Gefühl, das war alles mal anders. Ich will da jetzt nicht rumheulen, um Gottes Willen, das ist mir relativ egal. Ich muss sagen, das kann ich ja mal zugeben. Inzwischen halte ich es so, es gab ja jede Menge Hater-Kommentare. Es gibt immer mehr Werbespam, es gibt immer mehr Scheiße, die da irgendwie steht, wo Kinder, ich sag bewusst Kinder, sehr junge Menschen, nicht verstehen, dass Meinungen und Beleidigungen doch ein feiner Unterschied sind und dann quasi in einer Tour durchgehend, ey, du Hurensohn, ich mach dich fertig, ey, du Spastiker, ich hoffe, deine Eltern sterben an Krebs. Und dann sagen, das ist meine Meinung. Das ist keine Meinung, das ist einfach, da habe ich teilweise gar keine Worte für, wo Menschen so viel Aggression hernehmen. Warum ist das so? Ich meine, es sind Spielevideos, weißt du, da kannst du dir mal mega ins Hemd machen. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte den hier machen. Und ich piss mir da jetzt auch nicht ein zurecht oder ich sag nicht, oh, wie gemein der ist. Aber ganz ehrlich, wenn man das Problem ist, wenn man Kommentare moderiert, boah, ist das laut gerade. Das, Alter, die Tasten funktionieren nicht, ich kann das Lied nicht weitermachen. Verdammt. La 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 la. Secret of Mana, ich mag das Lied sehr, aber ich, naja. Jedenfalls das Problem ist, wenn man Kommentare moderiert und das muss ich ja, oder... damit es unter den Videos einigermaßen sauber bleibt, wegen Werbespam, wegen Hates, wegen Idioten, die meinen, alle Leute, so mit Hater-Accounts oder sowas, weißt du, früher war das irgendwie Muhaha, du bist schlecht, das war der maskierte Hater und heutzutage gibt's halt irgendwelche Kiddies, die denken, es ist cool, wenn sie sich einen Hater-Account machen und dann einfach sinnlos Leute auf YouTube durchbeleidigen. Nicht mal mich spezifisch, sondern generell einfach alle auf ein Niveau, wo man wirklich dann mit 11 vielleicht noch drüber gelacht hat, mit 12 aber schon irgendwie ein Stirnrunzeln fabriziert. Na und jedenfalls, das Problem, wenn man sich damit auseinandersetzen muss, weil man die Kommentare ja moderiert, ist, dass man sich dann ja auch drauf konzentriert. Das heißt, man sucht ja solche Kommentare, um sie eben zu löschen und besagte Personen womöglich auch noch zu blocken, die dann hinterher wundern, ich hab doch nur meine Meinung gesagt, ey, du bist voll der Meinungsnazi. Na und jedenfalls, wenn man sich dann die ganze Zeit drauf konzentriert, dann vergeht einem auch irgendwann die gute Laune. Das passiert halt automatisch, wenn du da irgendwie 100 von den Kommentaren durchgehen musst. Warte mal. Dann passiert das einfach automatisch. Und deswegen, ich glaube, da kann ich auch ganz ehrlich mit euch sein, vor allen Dingen mit dir jetzt, gerade du wirst das verstehen. Nee, aber deswegen mache ich das jetzt so, ich lasse tatsächlich meine Kommentare moderieren. So, das heißt aber nicht, dass ich keine Kommentare mehr lesen würde. Ganz im Gegenteil, ich kann jetzt wieder Kommentare lesen und zwar ganz frei und unbezwungen, aber ich lasse zum Beispiel Werbespam und Hate-Mails, lasse ich jetzt löschen und oft auf Nachfrage, oft auch, manche schlagen halt so über die Stränge und dann halt auch direkt blockieren, so dass wenn jetzt Hater kommen oder sonst irgendwer und meint, geil, dem wirklich einen rein, den mach ich voll fertig, indem ich mir einen Fake-Account mache und 10 Hater-Kommentare schreiben, das macht ihn seelisch kaputt. So, naja, und die Leute, ganz ehrlich, das Lustige ist, ich sehe davon gar nichts mehr. Ich krieg das nur am Rande immer so mit. Also ich krieg das natürlich dann immer sozusagen reported, was da nun los war, irgendwas Interessantes. Und kann dann drauf reagieren oder halt auch nicht. Und ich muss sagen, seitdem lese ich wieder viel, 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 viel lieber Kommentare auf YouTube. Es sind leider inzwischen eine Menge Videos, wo man gucken muss. Aber was willst du machen? Es hilft ja nichts. Ach ja, wollte ich nur mal sagen und ich will da ja auch ehrlich mit euch sein und es war
Und ich bin der Meinung, es ist einfach das einzig Richtige, es genau so zu tun, weil ab einer gewissen Anzahl kommt man einfach auch selber nicht mehr hinterher. Es funktioniert einfach nicht mehr, so gern man das machen würde, aber dafür kann ich jetzt wieder Kommentare ganz regulär lesen. Und das ohne mich auf den Rotz konzentrieren zu müssen, das ist super. Also ich habe seitdem zum Beispiel echt, ja doch, wesentlich bessere Laune. Ich fuck mich zwar nicht ab, aber wenn man, wie gesagt, wenn man sich... Meine Mutter hatte hatte so einen Spruch bei sich im Büro hängen, der hieß irgendwie, wenn man sich den ganzen Tag... Nee, wenn sich Körper und Seele den ganzen... Nee, wie war denn das? Wenn sich dein Körper den ganzen Tag nur mit Scheiße befassen muss, dann tut es irgendwann deine Seele auch oder sowas irgendwie in der Richtung. Und wenn man sich den ganzen Tag dann mit diesen komischen Kommentaren auseinandersetzt, obwohl man das nicht will, aber man muss sie ja moderieren, man muss sie ja löschen, damit die ganze Scheiße dann nicht stehen bleibt, dieser ganze geistige Dünnfluss von irgendwelchen Hirnprimaten. Naja, und jedenfalls, ich bin's los. Ich freue mich. Ich bin's los. Es war eine super Entscheidung. Es war wirklich eine super-duper Entscheidung. Und ich bedanke mich an dieser Stelle tausendmal für die Hilfe, die mir da zuteil wird. Tja, jetzt kann ich wieder ganz unbefangen aufnehmen. Kann ich wieder hier durch die Landschaften strollen, sozusagen Strolling. Ich muss immer an Strolling denken, immer wenn ich hier langlaufe. Ich weiß nicht warum, ich glaube es liegt an King's Quest 1, wo ich ja damals mein Englisch gelernt habe. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Unter anderem damit mein Englisch gelernt mit den Adventures und sowas, weil Spiele sind ja nur... machen ja nur stupide, da lernt man ja nichts. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt eine Diskussion... Scheiße. Laufe ich hier hin, hab keine zweite Axt gemacht, ich Idiot. Na, dann hol ich gleich mal Saplings mit. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt noch eine Diskussion ist, ob Spiele überhaupt schlau oder dumm machen oder sonst irgendwas. Wenn es doch eh schon ein paar Mal wissenschaftlich belegt wurde, wie ein Salamibrot. Das verstehe ich gar nicht. Und vor allen Dingen, dass es ja auch verschiedene Genres gibt. Dass Shooter zum Beispiel Reflexe schulen oder zum Beispiel auch, das Gehirn wird ja trainiert. Mit diesen, wie heißt das, ob gut oder böse Ziele, ich habe das jetzt nicht so richtig... Differenzierung, irgendwie sowas. Dass man schneller schalten kann und tralala, das ist ja inzwischen alles schon wissenschaftlich nachgewiesen, trotzdem versuchen da einige einen reinzuwürgen. Wie das immer so ist bei neuen Medien oder bei Sachen, die Menschen nicht verstehen. Sachen, die Menschen nicht verstehen, da will man gerne irgendwie eins reinwürgen oder die irgendwie abwerten... um zu zeigen, dass es okay ist, dass man selber keine Ahnung davon hat. Wie zum Beispiel gewisse Fernsehmoderatoren, die über Let's Plays moderieren, das aber diese abwertende Haltung aber gegenüber allem haben, was sie nicht unbedingt kennen oder verstehen, was aber okay ist, was völlig okay ist. Ich meine natürlich gerade nochmal die Stefan Raab-Geschichte im Nachhinein. Was mache ich denn hier? Wollte ich einfach nochmal ganz kurz nachlegen. Einige haben sich trotzdem aufgeregt über die Raab-Geschichte. Ganz ehrlich, ich erkläre es vielleicht nochmal. Es ist ja nun mal so, wenn andere Gäste kommen und er macht sich da irgendwie lustig, dann sitzt man als Zuschauer schon mal davor und schmunzelt. Der eine natürlich mehr, der andere weniger. Die einen können mit dem Humor was anfangen, die anderen vielleicht nicht. Aber ab und zu mal so ein paar liebevolle Seitenstiche und so weiter. Das ist eigentlich schon in Ordnung und bei, wenn da andere Gäste zu Gast sind, andere Gäste zu Leut sind, dann guckt man da schon mal mit dem Schmunzeln, wenn er so ein Sprüchlein drückt. Und dass wir jetzt da waren, das sollte man eigentlich genauso objektiv behandeln wie bei anderen Leuten. Da kann man auch mal ruhig schmunzeln, das ist okay. Wir können ja auch über uns selber lachen, alle. Naja gut, außer die Katholiken. Nein, war ein Witz, liebe Katholiken, ihr könnt auch über euch selber lachen. Könnte ich gleich wieder so ein paar... Ah nee, mach ich nicht. Hier über diesen E-Barts. Nee, lass ihn. Nee, komm, mach ich mal nicht. Nein, jetzt habe ich die Saplings vergessen. Egal, wir kriegen neue. Ich bin einfach wieder verschusselt. Oh, ich bin aber auch ein Schusselchen, meine Güte. Ach du meine Nase. So, dann kriegen wir hoffentlich gleich wieder ein paar Saplings. Da müssen wir nämlich hier den Forst ein wenig aufmöbeln. Ich versuch's mal wieder so. Ich mag das nämlich, wenn wir unten das Inventar nicht drin haben. Das hier fällt mir gut ohne GUI. So. Na, kriegen wir das noch? Das kriegen wir nicht mehr. Jetzt brauchen wir die GUI auch wieder. Und da nehmen wir mal Ditte hier. Wackkeule. So, ist wahrscheinlich eh nur noch einer. Da siehst du. So. Dann zwirbeln wir hier einfach mal die ganzen Bäume weg. Greenpeace wäre erschüttert. Aber, das sind alte Bäume.
Die haben schon Knieleiden, weißt du? Das sind so Bäume, die stehen den ganzen Tag rum.